Schönen Start in die Woche euch allen. Ich mache einen kleinen Spaziergang, so ein bisschen Powerwalk-Style aufwärmen, dann werde ich trainieren. Ja, und dann geht's heute nach Hamburg, Muschi Checkele, mit Kollegen treffen, essen. Also heute stehen ein paar Sachen an. Jetzt reicht's, Alter. Sehe ich aus wie die Wohlfahrt oder was? Das ist doch schon wieder eine Schnecke dran. Ich glaube es nicht. Also was soll ich jetzt machen? Soll ich hier jeden Morgen nach Schnecken gucken? Das kann nicht sein. Und jetzt kriegen die hier Kinder oder was? Das kann ja echt nicht sein. Das ist hier eine Produktionsstätte. Der Tag geht schon wieder gut los. Ich muss sagen, ich bin echt geflasht. Ich habe schon Milliarden Nacktschnecken in meinem Leben gesehen, aber noch nie Baby-Nacktschnecken und sogar eine Nacktschneckengeburt. Also nicht, dass Insta jetzt meine Story sperrt, weil ich hier eine Geburt zeige, aber zieht euch das rein. Da brat mir einer einen Storch. Ich schlepp meinen Stuhl mit zu meinem Standard-Place und auf einmal steht hier ein Stuhl. Meine Gebete wurden erhöht. Danke, Jesus. Oh, das muss gefeiert werden. Ja, Mann. Also der Kollege, der hat mich gerade verführt. Er hat mir, wie heißt der Teig hier nochmal? Was hast du? Ja, Mann. Mit Olivenöl oder so. Was hast du gesagt? Ist das gemacht? Genau, Olivenölteig. Wir selber jeden Morgen verspacken. Verschiedene Sachen, sehr, sehr lecker. Ja, Mann. Ich hab probiert, ich sag's euch, das ist der Shit an. Ich bin gerade im Phoenix Center. Kein Scheiß. Das schmeckt heftig und jetzt habe ich mir noch eine Lasagne gegönnt, die ist jetzt nicht mehr zu sehen. Ja, Mann, jetzt wird schmackhaftig, schmackrofatz, kraftofatz. Oh, guckt euch diese saftige Schmackhaftigkeit an, du. Das ist mal, also, und noch so ein Ding mit Parmaschinken, was ich eben angepriesen habe. Ein Gedicht. Saschka auch am Start, Mann. Jo. Ja, Mann. Schnaftiko. So, ab geht's nach Hause. Ja, Mann, ich habe ein schönes Date gerade gehabt und ich sag euch, wirklich, also Leute, die regelmäßig irgendwie so ein Online-Kram machen, die fühlen mit mir, es ist echt ganz schwierig. Also ich habe von den Bildern her, habe ich immer die wildesten Sachen habe ich erlebt. Von wegen Bild drin gehabt, wo die Frau magersüchtig war, dann trifft man sich mit ihr, sie ist leider etwas sehr übergewichtig oder was heißt sehr. Ja, da gibt es die wildesten Dinger. Und heute das erste Mal nicht enttäuscht worden. Wirklich das erste Mal nicht enttäuscht worden seit langer Zeit. Ja, so muss es sein. Und jetzt geht's nach Hause, fressen und Serie ballern. Ja, Mann. Guckst du denn? The Americans. Werde ich mir jetzt geben, die 5. Staffel und drückt mir die Daumen. Ich weiß nicht, ob ich verpasst habe, dass eine neue Staffel draußen ist oder ob ich sie schon mal gesehen habe. Dann werde ich wieder, wie ich mich kenne, bei der 5. Folge merken. Ich kenne die schon, aber ist nicht schlimm. Das ist ein Geheimtipp von mir. Also ich weiß nicht, ob die nicht bekannt ist, aber ich habe noch von niemandem den Tipp gehört, The Americans. Also die Serie feiere ich übertrieben ab. Ehrenbruder, Sojajoghurt mit allem möglichen Shit drin wird mich begleiten. Ja, Mann.